Schaubeck im Burtwartal bei Ludwigsburg. Sitz der Familie Adelmann von Adelmannsfelden. Hier wohnt Michael Graf Adelmann mit seinem Sohn Felix Graf Adelmann. Der junge Adelige ist in fünfter Generation für die Geschicke des Anwesens zuständig. So wie ein Haus immer Veränderungen in einer Generation erfährt, so erfahren auch die Menschen und auch die Familien Veränderungen. Und ich glaube, es ist ganz richtig und wichtig, dass die Grafen Adelmann heute einen anderen Auftritt haben als vor 300 Jahren. Wenn man ein Zuhause hat, das immer weiter ausbauen kann. Und ich glaube, man kann überall zu Hause sein, man kann überall glücklich sein, man kann überall unglücklich sein. Seit über 700 Jahren wird in dieser Gegend Wein angebaut. Viele Weinberge gehören seit Generationen der Familie. Sehr schön. Michael Graf Adelmann gilt als Pionier im deutschen Weinbau. So wünscht man sich's. Wenn die Kerne braun sind, sind sie wirklich reif. 2012 ist sein Sohn in den Betrieb eingestiegen, mit neuen Impulsen. Er hat konsequent auf ökologischen Weinbau umgestellt. Ich ziehe da voll mit und es geht. Das ist das Schöne, es geht. Also dieser Betrieb, das will ich vielleicht noch mal sagen, war noch nie so im Umbruch wie jetzt. Aber das gehört auch irgendwie zur Zeit. Und Sie wissen, wenn man sich nicht verändert, dann ist man irgendwann mal weg von der Fläche. Aromatik hat sich klar gesteigert. Wir nähern sich auf jeden Fall dem großen Finale. Wichtig ist immer, den richtigen Moment für die Weinlese zu finden. Mit dem Refraktometer lässt sich der Reifegrad der Traube leichter bestimmen. 115 ist der immer. Das passt. Ja. Zucker her schon ziemlich weit. 106. Können wir euch mal oben gucken. Solange sich noch was tut im Weinberg, kann man und muss man gewisse Risiken eingehen, um eben diese Spitzenqualität zu kriegen. Das muss man nicht, aber wenn man die Top-Qualitäten machen will, gehört das immer wieder dazu. Kann auch schief gehen. Wenn es dann plötzlich regnet, dann war es schade, aber das macht es auch ein bisschen aus. Ein Stück weit Erleichterung ist das natürlich. Und Macht abgeben gehört zum Leben. Also ich finde, das muss man sich abfordern. Er hat sich viel einfallen lassen. Neue Weine, neue Stile auch. Das hätte ich nicht geschafft. Ich habe von meinem Vater die Freiheit, mündlich und schriftlich bekommen, mich zu entscheiden, wie ich will. Ganz klar, die Entscheidung ist nicht so frei, wie sie frei sein sollte, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat. Weil welches Kind möchte schon sagen, nein, ich nehme dein Geschenk nicht an, verkauf den ganzen Laden und dein Lebenswerk,
geht irgendwo hin fort. Das möchte man natürlich nicht. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, in einer Pflicht oder in einem Zwang zu stehen. Im Burggarten steht das musikalische Picknick für Bürger aus der Region an. Der junge Adelige als Gastgeber. Der passionierte Barista verwöhnt die Gäste. An seiner Seite Freundin Nadja Büttner. Wie oft habe ich schon gehört, mir immer denkt, sie sind ganz anders. Sind Sie der Graf? Also das passiert regelmäßig. Und ich glaube, dafür ist es einfach super. Ja. Ja, ja. Herr Graf, darf man Ihnen einen Kaffee servieren? Wo sind meine Freunde? Sind sie noch bei dir? Die sind gerade drin, genau. Die kommen gleich raus. Grauenhaft. Sie wissen gar nicht, wie ich darunter leide. Es ist fürchterlich. Nein, also ich bin froh, dass ich nicht mehr in der ersten Reihe bin. Ich habe mich rechtzeitig in anderen Bereichen auch daran gewöhnt, in der zweiten zu sein. Und bin froh, dass ein Nachfolger da ist, der das gut macht. Und wissen Sie, irgendwann ist auch mal gut. Burg Schaubeck war nicht immer ein Männerhaushalt. Felix wächst als Einzelkind inmitten einer adligen Großfamilie auf. Dann trennen sich die Eltern. Christine Gräfin Adelmann verlässt mit ihrem 11-jährigen Sohn die Burg Richtung Frankfurt. Das war 1991. Ja, natürlich ein harter Schnitt, ist richtig, ist immer ein Schnitt, wenn man irgendwo auszieht, wo man vielleicht auch gerne war und woanders hinzieht, besonders dann hier vom Land in die Stadt. Aber das war eben wichtig mit Frankfurt, dass dieser Austausch Vater und Sohn gegeben war. Also es war damit nicht so ein Bruch und nicht so, jetzt das Ferienkind reist jetzt für 3 Wochen an. Heute gibt es wieder einen Kontakt der Mutter zur Burg. Sie kümmert sich um die Veranstaltungen und Vermietungen auf dem Burggelände. Dafür reist sie regelmäßig aus Hamburg an. Christine Gräfin Adelmann leitet eine Agentur für Kunst und Kultur. Das ist ja eine ganz langsame, schleichende Entwicklung gewesen. Ich war zuerst ab und zu mal hier und dann hat sich das einfach so ergeben, als man hier sah, dass das ein Gebiet ist, Veranstaltungen zum Beispiel oder eben auch die Betreuung der Mietwohnungen, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Da hat man einfach mal angefangen und dann hat sich das eigentlich so nach und nach entwickelt, ganz harmonisch, ganz selbstverständlich. Am 8. November, die steht noch nicht drin, weil der gestern erst zugesagt hat, 40 im Keller, ja, ganz okay. So einfach. Die Unterhaltskosten für die Burg steigen jedes Jahr, auch wegen der Energiepreise. Umso wichtiger, wenn die Anlage selbst auch etwas erwirtschaften kann. 22 Personen. Kein Unternehmer lebt von Luft und Liebe und wir auch nicht. Und wir brauchen das. Und wenn wir dadurch noch Leute an uns binden, wie du richtig sagst, die danach sagen, Mensch, das hatten wir bei der Hochzeit oder das hatten wir bei unserer Firmenfeier, das war gut, dann werden dadurch nicht die Umsätze gleich 20% steigen. Aber wenn dann die oder derjenige mal im Restaurant ist, bestellen sie vielleicht mal eine Flasche. Ja, oder? Man ahnt es gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also, und das ist, glaube ich, auch das Positive. Sonst würde es vielleicht kaum einer so eine Aufgabe übernehmen, wenn man das immer nur als Riesenberg vorgesetzt bekäme, was man alles zu tun hat. Das ist mir was, was wirklich wichtig ist und wo ich auch immer wieder an meine beiden Eltern appelliere, dass wir das wirklich versuchen sollten zu trennen, damit wir über die ganze Arbeitssituation hinaus auch unsere Freundschaft weiter pflegen. Und nicht immer, wenn wir uns sehen, nur über Geschäftliches oder natürlich eben auch über gewisse Problematiken reden, sondern dass man einfach mal sagt, und? Sonst? Was macht das Leben? C'est un jardin. Extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you,
very much, Monsieur Twenty. Absolut, ich empfinde das als Ehrentitel. Hausmeister, Schloss, Obergärtner, da kann ich ein Stück weit sozusagen mal für mich sein. Wir hatten eine Köchin, zwei Hausmädchen, eine Haustochter, die eigentlich nur lernen sollte, wie man ein Haus führt. Wir hatten natürlich eine Reinigungskraft und wir hatten eine Gouvernante, die mich etwas autoritär erzogen hat. Kann man ja immer wieder merken, dass ich dies verinnerlicht habe. Und da war schon einiges los. Wir hatten Gärtner und Gemüsegärtner, der nur den Gemüsegarten betrieben hat. Also da kam dann auch alles her. When the moon's rising. Felix' künstlerische Ader. Er entfremdet Polaroid-Aufnahmen zu eindrucksvollen Kunstwerken. Eine Leidenschaft, die heute hinter dem Alltag anstehen muss. Die Qualität meiner Arbeiten lag jetzt nie in einem besonderen fotografischen Können, sondern eher in der Abstraktion. Aber die Kunst war eher nur der Ausdruck über dieses Mittel, weil ich, glaube ich, auch als Maler so unglaublich untalentiert bin. Burg Schaubeck. In jeder Ecke wird Geschichte erlebbar. Eine Faszination, die Felix mit seiner Freundin Nadja teilt. Wenn man so ein Gebäude liebt und da auch wie Felix ja aufgewachsen ist, dann hängt das Herz daran, dann hängt das Herz auch an Details, die man eben bewahren möchte und sehr vorsichtig auch damit umgehen muss, wenn man irgendwas verändern möchte oder wenn man irgendwas hinzufügen möchte. Natürlich soll sowas leben und soll sich entwickeln, aber man geht mit einer ganz anderen Vorsicht damit um. Die Burg ist mein Zuhause und das ist sie ganz besonders auch in den letzten Jahren wieder geworden. Ich bin ja relativ früh mit 11 hier erstmal weggezogen. In den letzten Jahren hat sich aber dieser Bezug wieder extrem gefestigt und gestärkt und ich weiß, das will ich unbedingt erhalten. Eine Wurzel mehr noch als eine Tradition, wirklich eine Wurzel. Der Graf auf Burg Schaubeck ist ein Jurist. Das galt über viele Generationen. Felix bricht mit dieser Tradition und studiert Betriebswirtschaft in Hamburg, London und Madrid. Seit 2011 ist er wieder zurück auf der Burg. Vor allen Dingen geht es um den vertrieblichen Ansatz, den Wein, den wir hier machen, am Ende auch zu verkaufen. Denn das ist was, was alle Winzer und vor allen Dingen auch die qualitätsorientierten Winzer betrifft, dass wir diese Top-Weine, die wir machen, dass wir von denen so lange gar nicht leben können, bis wir sie nicht auch verkauft haben. Erste Berufserfahrungen sammelt der junge Graf bei einer Unternehmensberatung. Es geht ja nicht ums Geld. Ich habe ja hier auch ganz andere Punkte, die mich glücklich machen. Und meine, ich wohne wirklich wunderschön und habe eine tolle Firma. Aber warum habe ich das nicht weitergemacht? Ganz ehrlich, das liegt mir nicht. Also die Unternehmensberatung war super interessant. Ich glaube, ich habe auch noch einiges an Handwerkszeug vielleicht mitgegeben bekommen. Aber das Wichtigste, das mögen mir die Kolleginnen und Kollegen verzeihen von damals, der wichtigste Punkt ist, ich habe gelernt, was ich im Leben nicht will. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Man muss ja, der Schwabe sagt so schön, das Geschäft sehen. Wenn man sozusagen dran vorbeiläuft, hat man eigentlich schon verloren. Und Felix hat das sehr schnell begriffen, dass eigentlich alles zu leisten ist. Von meiner Seite aus, das Wichtigste morgen ist, wenn der Baumspezialist kommt, der Pfleger. Wegen den Eschen. Die Eschen. Ja. Wir haben ja da unten ein Verkehrssicherungsproblem. Einmal pro Woche besprechen sich Vater und Sohn in einem Jour fix. Was steht an? Was muss geregelt werden? Dem Landratsamt. Okay. Die werden dann
wer was für uns tun. Ich vergleiche uns manchmal mit irgendwelchen Krämern. Also wir haben wirklich bis ins Detail Dinge zu tun, wo viele Leute glauben, das passt gar nicht zu dem von und zu, das passt gar nicht zur Burg. Aber bis in die Kleinigkeiten. Die Weinlese, Höhepunkt im Jahr des Winzers. Rund die Hälfte der Weinberge beim Weingut Graf Adelmann sind Steillagen. Die Trauben, die hier wachsen, können die Sonne besser ausnutzen. Das bedeutet mühevolle Handlese und harte Arbeit. Ob ich von alleine auf die Idee gekommen wäre, ein Weingut zu gründen, das kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß nur, dass ich es nicht tue, weil ich es tun muss, sondern weil ich es tun will. Und ich denke, das ist entscheidend. Und ob ich in einem anderen Leben, keine Ahnung, was geworden wäre, ja, was wäre ich geworden? Bleibt euch nichts übrig, ne? Ich kann ja nichts. Ohne Passion geht hier absolut gar nichts. Wirklich nicht. Also, was wir schon über das Haus gesprochen haben, gilt erst recht fürs Weingut. Wenn man sich für das Produkt nicht interessiert und wirklich eine Leidenschaft dafür hat, dann wird es ein hartes Brot. Der Gedanke, es an Kinder weiterzugeben und das auf keinen Fall auszuschließen, ist toll. Der Arbeitstag ist noch nicht vorbei. Die Trauben müssen unter Hochdruck gleich zu Most weiterverarbeitet werden. Ich glaube, Chef sein lernt man nie aus. Zumindest sollte man immer versuchen, ein besserer Chef werden zu wollen. Und es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, der es nicht einfach ist, immer gerecht zu werden. Besonders in so einem Betrieb, der diese gewisse Größe hat, wo auch nicht alles zusammen ist. Wir sitzen nicht in einem Großraumbüro und ich kann reinkommen und sagen, hey, guten Morgen. Ich glaube, die Einstellung macht's aus, zu wissen, dass man nicht alles weiß, dass man nicht alles kann und dass man immer was besser machen kann. Offene Weinprobe auf Burg Schaubeck. Genuss und Historie aus erster Hand. Wir sind seit genau 100 und, lassen Sie mich lügen, 104 Jahren jetzt hier, seit 1914. Und damals hatte mein Ururgroßvater die vermeintlich gute Idee, dieses Haus durch ein Friendly Takeover, also Hochzeit, zu übernehmen. Wir haben hier einen Riesling mit fast 50%. Der bringt Frische und Knackigkeit in die ganze Sache und hat Zug. Aber wird dann wieder mit ungefähr 35% Weißburgunder etwas abgerundet, also auch von der Säure, und wird etwas cremiger, etwas eleganter. Über 100 Veranstaltungen hat das Weingut pro Jahr. Felix ist fast immer dabei. Eins muss man sagen, das ist kein 50. Geburtstag vom Gerd, wo Kumpels kommen. Die kennen sich nicht. Das heißt, die sind erstmal angespannt. Und denen muss man diese Anspannung nehmen. Aber vor allen Dingen, die steifste Weinprobe wird meistens nach dem fünften Wein etwas entspannter. Ruben Röder ist seit einigen Jahren neuer technischer Betriebsleiter im Weingut.
das, was mich am meisten überrascht hat, war die Freiheiten, die ich habe in der Gestaltung des Weinguts, des Außenbetriebs. Da spricht einem niemand rein und man kann alles umsetzen, was einem wichtig ist. Die Zusammenstellung und so das letzte Quäntchen Perfektion in den Weinen rauszukitzeln, das machen wir immer zusammen. Und das funktioniert sehr gut. Einerseits, weil wir uns sehr gut verstehen, menschlich, privat. Und im zweiten Moment eben auch vom Wein her einen ähnlichen Horizont haben. Felix hat nicht den klassischen Werdegang eines Winzers durchlaufen. Er ist ein Praktiker. Sein Mentor, die Welt. Auf namhaften Weingütern hat er gearbeitet in Österreich und im Trentino. Da habe ich unheimlich viel mitgenommen, aber nicht nur weinbautechnisch, sondern eben auch menschlich. Also das, was jede Mutter dem Sohn empfiehlt, reis viel, das kannst du später nicht mehr, da nimmst du viel mit. Ja, genau, stimmt aber. Von jedem Menschen kann man viel lernen und von ihm in besonderer Weise, weil er eben auch nicht nur einer ist, der den Wein sieht, sondern er hat auch eine künstlerische Ader, er hat eine musikalische Ader und das spielt alles mit rein und das macht Spaß. Ein Wasserschaden im Obergeschoss muss dringend untersucht werden. Keine alltägliche Aufgabe für einen Handwerker. Hey ho, grüß dich, komm rein. Ja, du hast es ja schon mal gesehen in einiger Zeit. Es kommt einfach bei Starkregen ohne Ende Wasser rein. Guck dir das mal an hier, was da allein gestern durch ist. Das ist einfach... Ich finde das da gestern. Nee. Siehst du, sag du mir was dazu. Und möglichst sowas wie... Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, Schleißer. Hey. Bist du gar nicht noch lange, ha? Nee, lass. Meinst du, es kommt irgendwo durch die Ziegel oder wie kommt es überhaupt rein? Müssen wir von oben kommen. Kommen wir da hin oder wo sind wir denn überhaupt? Es ist einfach, es ist eine alte Hütte, muss man sagen. Es ist zwar schön, sieht toll aus, aber im Winter ist es kalt. Es kostet unheimlich viel Heizöl, sage ich mal, die ganze Bude zu heizen und die Burg im Vordermann zu halten und das Ganze nachher auch. Er ist nicht zum Beneiden um das, was er hat. Also ich möchte es nicht geschenkt haben. Ich würde es hier sehen. Wir müssen mal eigentlich von hier. Ja, okay. Ja. Boah, da hinten ist sie auch komplett tierisch voll. Da regnet es übrigens auch, wenn es richtig heftig ist, kommt es am Küchenfenster runter. Also das könnte man gleich mitmachen. Dann machen wir alle Ecke. Hm? Kriegst du eine Hebebühne irgendwo her, eine günstige? Ja. Es könnte sein, ja, man will es gar nicht aussprechen. Wir machen jetzt den Balken raus, machen den anderen rein, verputzen es ein bisschen, fertig. Es kann aber auch sein, du gehst da ran, wie meistens in so einem Gebäude, und entdeckst irgendwas. Und das ist die Angst, die man immer hat in so einem Gebäude, dass du es aufmachst und merkst, oh je, und der Balken ist eigentlich auch schon durch. Und wenn wir es jetzt schon aufhaben, müssen wir den auch machen. Und der liegt auf dem auf und dann müssen wir vielleicht jetzt, wo es schon mal dabei ist. Also diese Sachen machen einem Angst. Ne? Also, wie verbleiben wir jetzt? Stell das mal grob zusammen. Grob, ja. Klar. Eine Kostenschätzung machen, gucken, wo wir nachkommen ungefähr. Es ist ein etwas nerviger und ärgerlicher Missstand in der Wahrnehmung von uns, also den Grafen auf der Burg. Das riecht natürlich gleich nach großen vermuteten Reichtümern und dann der Realität, dass man irgendwo am Balken stochert und der Putz runterkommt. Und wie bezahle ich das im Zweifel? Und das Haus lässt einem halt keine Wahl. Für den neuen Wein muss ein Produktbild erstellt werden. Gute Kamera hatte ich halt immer und dann habe ich Stück für Stück mit Trial and Error echt über lange Zeit so lange daran rumgedoktert, bis es am Ende tatsächlich ganz gut aussah. Ja.
Was also ursprünglich mal als schwäbisches Do-it-yourself-Projekt begonnen hat, ist heute auf jeden Fall, dass es einfach Spaß macht. Ja. Die Herbstweinprobe für Privatkunden. Das wichtigste Verkaufsevent im Jahr. Felix mittendrin. Ein bedeutender Teil des Umsatzes passiert an diesen zwei Tagen. Es muss alles passen. Er hat einen unglaublichen Charme. Ich habe vielleicht angefangen mit irgendwas zu prunken, was nicht meine Leistung war, was weiß ich. Jedenfalls Felix fängt die Leute nicht nur mit Sachverstand, sondern auch mit Charme. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich was im Glas, ja, sonst hätte mir ja keiner zugehört. Ich fühle mich dort zu Hause. Es ist auf jeden Fall mir ans Herz gewachsen. Sowohl die Burg, als auch Felix, als auch die Familie, als auch das Weingut. Auch in der kurzen Zeit schon. Jetzt trinket es halt, bevor es verdunstet. 2008 Herbst im Park, 40% Lemberger, 40% Burgunder, 20% Cabernet. 2 Jahre im Barrique, nur 20% Neuholz, haben wir heute auch mehr. Ungefähr 40, 50 Herbst im Park und hoffentlich schmeckt es nicht nur dem Winzer. Zum Wohl. Ist es wunderbar und positiv und nach vorne gehend. Und das wünsche ich ihm und uns allen eigentlich, dass das so weitergeht. Das ist ja hier eine Lebensaufgabe. Ich glaube, man braucht immer wieder einen Blick nach hinten, was war. Das ist wichtig. Man braucht aber genauso den Blick ganz weit nach vorne. Wo will ich eigentlich noch hin? Sonst bleibt man nämlich ganz automatisch stehen. Und das ist das Ende für jedes Unternehmen, ob es 5 oder 500 Jahre alt ist. Jede Generation muss ihre eigenen Spuren hinterlassen. Es gibt den schönen Spruch, wer in die Fußstapfen der anderen tritt, hinterlässt keine Spuren. Und der gilt auch hier.